Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Runde Boxt. Das mittlerweile achte Mal gucke ich zusammen mit euch einmal über meine Letterboxd-Liste, was ich so im letzten Monat konsumiert habe. Und fangen wir einfach ungebremst an, indem wir mit etwas nachholen. Und zwar hatte ich letzten Monat das Video etwas verfrüht gemacht, weil ich es sonst nicht hätte unterkriegen können. Das heißt, am Ende des letzten Monats standen die Känguru-Chroniken am 27. Da folgte aber noch im vergangenen Monat was, und zwar liest sich jetzt missverständlich, ich habe am 28. mit Uli Matrix Resurrections begonnen, den haben wir dann am 29. zu Ende geschaut und direkt dahinter haben wir dann noch Fantastic Beasts, also den dritten Tierwesen, geschaut. Ja, zu dem einzelnen Matrix hatte ich damals im Kino gesehen, aber irgendwie an dem Abend nicht wirklich aufnehmen können. Jetzt im Nachhinein beim zweiten Schauen, ich hasse ihn nicht so sehr, wie viele andere ihn hassen, aber irgendwie liegt mir auch das Matrix-Thema nicht so unfassbar nah am Herzen. Aber ich kann schon den vielen Hate verstehen und ich glaube auch nicht, dass die Thematik sich jetzt noch mit weiteren Teilen fortführt. Auf der anderen Seite, jeder Film mit Keanu Reeves hat eigentlich zumindest einen Blick verdient. Ja, und die Fantastische Tierwesen Teil 3, ja, ich muss immer bedenken, wo wir sind und wo wir einmal waren. Und wo wir waren, ist eben, dass dieses Thema Harry Potter auf so einem unfassbaren Höhenflug war, ein solches Highlight. Und jetzt ist es halt ein weiterer Film, der da irgendwie rauskommt. Und ich hatte mit Uli ja alles andere gesehen, deswegen hätte ich gesagt, holen wir den noch, packen wir den noch dazu, dann haben wir alles geschaut. Es hat sie, glaube ich, relativ kalt gelassen und mich ebenso. Also es ist einfach so, es ist kein schlimmer, schlechter Film, aber so beiläufig. Naja, und dann sind wir jetzt im neuen Monat und der begann ja richtig gut mit Nope, glaube ich, denn das war mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub und ich wurde ehrlich gesagt abends im Kino so in der letzten halben Stunde ein bisschen schläfrig. Das heißt, ich habe den Film schon über die weitesten Strecken gesehen, aber mir fehlen irgendwie so, ich habe irgendwie das Finale nicht so hundertprozentig mitgekriegt und deswegen bin ich auch so, ich kann die vielen Diskussionen, die über den Film gelaufen sind, also ich finde das toll, dass ein Film so etwas nach sich zieht, aber ich kann mich ihnen inhaltlich nicht so anschließen, aber die Essenz aus allem ist auf jeden Fall mal schauen. Am zweiten Tag, ja, am zweiten hatten wir uns abends hier noch ein bisschen Ruhe, hatten wir einen ruhigen Abend und haben Uli und ich Sing 2 geguckt, ich hatte den schon gesehen, muss aber sagen, jetzt beim zweiten Mal und vor allem mit Uli hat er mir dann doch gefallen, also wir haben damals vor Urzeit Malte 1 gesehen und ich bin ja immer so ein Vervollständiger und ich mochte ihn jetzt beim zweiten, wie gesagt, mit Uli, auch weil Uli fand diese Figur der Sekretärin, die immer das Auge titschen hat, unglaublich lustig und irgendwie hat sie mich mit dem Lachen mitgerissen und die Musik sind halt Ohrwurm an Ohrwurm, deswegen kann man das so machen. Ja, und am dritten gab es dann Bullet Train. Den hätte ich eigentlich auch schon montags in der PV gucken können, aber wie gesagt, erster Arbeitstag nach dem Urlaub, das ging sich nicht so ganz aus. Ja, Bullet Train, wahrscheinlich der größte Kinospaß, den ich bislang in diesem Jahr hatte, wenn ich jetzt nicht irgendwas sträflich vergesse, aber meine übliche Kinobegleitung saß ein paar Sitze weiter und ich hörte die Ideen so herzhaft über den ganzen Film überlachen. Ich hatte selber ein breites Grinsen im Gesicht und in dem Film ist so wahnsinnig viel, was so unglaublich gut funktioniert. Also ich mag den künstlichen Look einerseits, weil er den Film quasi in seine eigene abstrakte Welt schickt oder spielen lässt, aber auf der anderen Seite, gerade die Action-Szenen sind halt nicht echt. Aber nichtsdestotrotz, von den Figuren her, vom Humor her, hat das Ding wundervoll funktioniert. Dann am 5. Jahr auf Disney Plus, Prey, wurde, glaube ich, auch alles zu gesagt. Insgesamt kommt der Film ja gar nicht so schlecht weg. Ich bin da sogar relativ neutral. Also mir ist die Filmreihe auch recht egal. Ich mag den zweiten sehr und den ersten respektiere ich. Die anderen sind okay. Ich weiß noch, dass ich damals an den dummen Sprüchen im 4. viel Spaß hatte, der 5. Ja, ich finde es okay, ich finde es gut, dass wir hier so eine starke, unabhängige Frauenfigur haben. Ansonsten, er ist ja eben ein Streaming-Titel höherer Qualität und ich glaube, es haben genug Leute ihn gesehen und waren damit auch sehr zufrieden. Ein Tag später Lightyear, tja, auch mit Uli, da ging es jetzt darum, Uli hat nie Toy Story gesehen, warum nötige ich sie also Lightyear zu gucken? Weil unsere Tochter eine gleichaltrige Freundin hat, die mit ihrem Vater Lightyear im Kino gesehen hat und ich gesagt habe, das ist kein Film für ein kleines Kind. Oder zumindest ein Kind dieses Alters. Und deswegen wollte ich den mit Uli schauen, um darüber zu diskutieren. Und Uli sagte schon bei der Eröffnungsszene, nicht für unsere Tochter geeignet. Also es ist natürlich ein Kinderfilm oder auch kindertauglich, aber da ist so viel drin, zum Beispiel diese Thematik mit jedes Mal, wenn Buzz Lightyear einen Raumflug macht, vergehen 4 Jahre und auf die Art vergehen ganz viele Jahre.
Ich glaube, das überfordert doch ein kleines Kind schon. Aber gut, 2 Tage später, Montag der 8., Rise. Also es ist, der ist noch gar nicht draußen. Der lief in der Sneak Preview und ist schon meilenweit hinaus, im Voraus. Im Deutschen wird der heißen, das Leben, ein Tanz, eine Geschichte über eine Tänzerin, die sich den Fuß verletzt, nicht mehr tanzen kann und dann eben irgendwie mit ihrem Leben klarkommen muss, bis sie genesen ist. Den hätte ich gerne gehasst, weil es halt immer scheiße ist, wenn so ein namenloser Franzose in der Sneak läuft, aber letztlich konnte man wenig machen. Konnte man wenig klagen. 2 Tage später, ja, kam auf Netflix Buba raus. Ich mochte How to Sell Drugs Online Fast sehr. Als ich den Film alleine hier gesehen habe, hat er mir irgendwie nichts gegeben. Aber natürlich, ich habe ihn dann, sieht man gleich auch noch etwas später nochmal mit Uli in Ruhe geschaut. Es sind schon einige Sprüche drin, die sich mir wirklich, wirklich eingebrannt haben. Wo der eine dem anderen dann Vorwurf macht und das mit dem Satz betätigt, dass du mich mit deinem Kram hier belaberst, das finde ich psychisch übergriffig oder so. Also da waren ein paar One-Liner drin, die mir richtig gefallen haben. Aber jetzt zumindest hier, als ich ihn allein gesehen habe, habe ich mich nur gefragt, der spielt in diesem unsympathischen Gangstermilieu, das ich auch bei How to Sell Drugs Online Fast nur am Rande gesehen habe. Und ich brauche keinen Film, der sich in dieser Szenerie umtreibt, wenngleich natürlich Bjarne Mädel nie verkehrt ist. So, dann am 12. Eraser Reborn. Ja, der war für einen Cent, schön wäre es gewesen, für 1 Euro oder 99 Cent bei Amazon drin. Ist ja quasi ein Remake, quasi eine Fortsetzung dieses alten Schwarzenegger-Films. Und ja, also ich war entsetzt. Also es ist ein kreidebleicher Hauptdarsteller. Es werden Schlüsselszenen aus dem ersten so billig kopiert. Und nee, also das ist kein Spaß, Leute. Das ist wirklich, das würde ich jetzt nicht mal empfehlen. Boah, der ist so mies, das muss man gesehen haben. Das ist einfach, also dass da Arbeit reingesteckt wurde, ich kapiere es nicht. Und könnte also wirklich bislang mein Lowlight des Jahres sein. Am selben Tag kam noch Day Shift raus, auf den hatte ich eigentlich auch keine Lust. Und dann dachte ich mir, ach, für den Kanal wäre es noch schön. Ach, du kannst ihn ja auch einfach weggucken und noch eine Review raushauen. Ich fand ihn nicht verkehrt. Ich finde es vor allem schön, wenn Oliver Masucci immer mehr in US-Filmen auftaucht. Ansonsten ist diese Mischung aus Vampirjagd, so mit Blade-Anleihen, mit gleichzeitig Verwaltungsaspekten drin und so weiter. Das klingt für mich auch alles wie ein großes Algorithmusprodukt und kann nicht so ganz meins, aber naja. Dann am 14., ja, morgens musste ich ein wenig Zeit totschlagen mit meiner Tochter und haben wir einen weiteren Feuerwehrmann-Sam-Film geguckt. Der ist von 2017, also nicht der neueste. Ich mag Feuerwehrmann-Sam. Also von den ganzen Kindersendungen, auch dem, was sie so sich antut, ist das noch eine der erträglichsten und es war schön, mit meinem Kind einen Film zu schauen, auch wenn er nur 60 Minuten lang ist. Ja, und am Nachmittag ist meine Frau und meine Tochter ins Schwimmbad gefahren, das war so ein heißer Sonntagnachmittag und ich hatte gerade mitbekommen, dass The Sadness, den ich bis dato nicht gesehen habe, auf Prime zu haben war, also habe ich mein Glück versucht. Ja, ich sag mal so, wer auch immer sich diesen Film ausgedacht hat. Also es ist im Grunde nicht, weil das eine übliche Zombie-Matscherei, wobei die Abartigkeiten nur in ein endloses Level hochgedreht werden. Und insbesondere die eine Szene, ich denke, wer den Film kennt, wird wissen, was ich meine, wo es ins Auge geht. Ja, also, Nun gut, einen Tag später, Sneak Preview, Last Seen Alive, beziehungsweise im Deutschen heißt der Chase, der kommt jetzt auch Mitte August raus. Jared Butler, noch Fragen, also im Kern einfach eine Führungsstory. Das Geile ist, ich will es jetzt natürlich nicht spoilern, deswegen sage ich es nicht, aber die hier passierte Entführung, also ein Mann fährt mit seiner Frau durch die Gegend und an der Haltestelle wird die Frau entführt. Das Ganze fußt, wenn man nachher die Auflösung kennt, auf einem so unfassbar dummen Logikfehler. Und das ist, dass so etwas gedreht wird. Und es ist ein guter Beweis dafür, dass Soundtrack auch übertreiben kann, weil es gibt zum Ende eine lange Schleichsequenz, wo Gerard Butler da durch die Domizile seiner Feinde schleicht und mit dem Soundtrack hättest du auch Black Adam durch die Gegend schicken können. Also ganz übel. Also sehr verzichtbarer Film. Dann am 20., das ist schon, müsste der Samstag gewesen sein, ja, sagte Uli, ich hätte gerne eine lustige Komödie und so, wenn es ein bisschen älter ist, 90er Jahre, hätte ich Lust drauf. So. Und ich fand dann bei Disney Plus Made in America und hatte keine Lust auf den Film. Den habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, habe gesagt, nee, lass mal. Und weil Uli sehr viel Spaß an Prisoners unlängst hatte, dachte ich mir, Ransom, also beziehungsweise im Deutschen heißt der Kopfgeld, geht zwar in dieselbe Richtung und deswegen habe ich den nochmal rausgeholt und also ich habe den auch seit 96 nicht mehr gesehen
Und damals mochte ich ihn nicht besonders und heute hat er mir richtig gut getan, weil es gibt Szenen, wo Mel Gibson da durch New York rennt und der ist wirklich in New York. Also das ist wirklich ein Film, der noch auf Sets gedreht wurde und ein geradliniger Thriller und natürlich hat er einen gewissen Reiz, weil sehr viele Personen da mitspielen, die man später aus anderen Werken kennt. Zum Beispiel spielt Runkle aus Californication eine Nebenrolle und wie gesagt, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, als ich ihn gesehen habe, mochte ich das Teil gar nicht und jetzt habe ich ihn regelrecht abgefeiert. Also richtig guter Thriller. Und ja, mit Mel Gibson habe ich nicht so große Probleme. Also ich kann da Person und Werk trennen und der macht das großartig. Am nächsten Tag habe ich mich aber schlecht gefühlt, weil Uli hatte sich halt so eine schöne alte Komödie gewünscht und da habe ich dann doch nochmal Made in America reingetan, den ich auch einmal in meinem Leben gesehen habe. Whoopi Goldberg spielt eine Frau, deren Tochter herausfindet, dass sie von einer Samenbank gezeugt wurde. Sie sucht den Vater und findet einen schmierigen Autoverkäufer, gespielt von Ted Danson. Und der versucht dann fortan als Ersatzpapi sich zu etablieren. Es ist ein typischer 90er-Jahre-Film. Also es ist ein kleiner, sympathischer Film, aber auch dieser hier hat mir gut getan. In der Öffnungsszene sieht man Whoopi Goldberg mit einem Fahrrad durch San Francisco radeln und man sieht echte Schauspieler, echte Sets, echte Straßen, durch die sie durchradelt. Und das würde man heute wahrscheinlich auch digital regeln. Und deswegen hat es richtig gut getan, nochmal sowas zu sehen. Auch wenn man gleichzeitig sich am Kopf kratzt und sagt, so ein kleiner, unscheinbarer Film, das war 1993 wirklich ein Sommerblockbuster. Dann einen Tag später, Sneak Preview, Beast. Da war ich wahnsinnig glücklich für. Dankbar für, weil der kam ja dann ein paar Tage später, an dem Donnerstag raus und an dem Tag hatte ich hatte in der Woche so ein paar schwebende Termine und ich hatte eigentlich vor, Beast im Kino zu gucken und wie er mir dann in der Sneak Preview entgegenkam, war mir das sehr recht. Ja, und es ist der weiße Hai, Idris Elba und seine Töchter fahren durch den Dschungel, ein riesen Löwe attackiert sie und dann sitzen die im Auto und drumherum läuft der Löwe. In einem Punkt setzt er für mich leider einen Minusrekord, weil er hat den unglaubwürdigsten Showdown, will ich jetzt natürlich nicht ausführen, aber der hat mich rausgerissen. Ansonsten ist es, was es ist, nämlich Chris Tuckman brachte es in seiner Review sehr gut auf den Punkt. Kino muss nicht immer große Kunst sein. Manchmal reicht es auch zuzusehen, wie Idris Elba einem Löwen auf die Schnauze haut. Und letztlich, es ist ein Thriller, er hat ein paar gute Sachen drin und vor allem eine großartige Kameraarbeit. Also er hat ein paar sehr lange Shots, definitiv einen Blick wert, aber ich glaube, es ist auch ein verkappter Streaming-Titel. Und wenn er dann mal irgendwo dazu haben ist, greift zu. Und dann sind wir beim Thema Streaming. Am Freitag, dem 26., gab es gleich zwei Titel, die ich weggehauen habe. Einmal Samaritan, dieser Superheldenfilm mit Stallone auf Amazon. Ja, wenn ich jetzt, ich habe sehr viele Kritiken dazu vernommen und ich würde mal sagen, der Schwerpunkt geht eher ins Negative. Ich selber war so ein bisschen im Mittelfeld. Ja, keine Ahnung, ich kann über den Film irgendwie nicht so richtig reden oder jetzt hier nicht richtig zusammenfassen. Der Gedanke ist okay, aber mein Kernproblem ist einfach, dass es nichts, einfach gar nichts mehr gibt, was man dem Superhelden-Genre derzeit neu dazufügen kann. Und der Film macht immerhin ein bisschen was anders, was aber daran liegt, dass er sich auf Unbreakable stützt, der ja auch schon 20 Jahre her ist. Und hier stimmt jetzt die Reihenfolge nicht. Den Samaritan hatte ich am Vormittag gesehen. Den Abend wollte dann Uli nochmal einen guten Thriller gucken und Mel Gibson ist ja nicht verkehrt. Und deswegen habe ich nochmal Edge of Darkness, im Deutschen heißt der Auftrag Rache, rausgebuddelt. Und ich erinnerte mich nur noch an eine Szene, ich habe den damals im Kino gesehen, und die Szene ist ein Schockeffekt und einer, bei dem ich im Kino halb aus dem Sitz gehüpft bin. Und Uli hier ebenfalls aus unserem neuen Sessel, das hat mich sehr gefreut. Ansonsten kam er mir sehr blutig vor, sehr brutal und ja, damals fand ich ihn sehr geradlinig und okay. Heute ist er mir vielleicht fast schon zu anspruchsvoll mit seiner verworrenen oder verstrickten Story, was aber auch daran liegt, dass das Ganze ja eine Fernsehserie war, die man dann hier in einen Film verdichtet hat. Letztlich aber eben eine Art Thriller, wie man sie heute auch seltener sieht. Und wenn man den noch nicht kennt, kann man es mal versuchen. Ja, und als Uli dann ins Bett gegangen ist, habe ich mir noch Me Time angeschaut mit Chris Hart, Kevin Hart und Mark Wahlberg. Buddy-Kumpel-Komödie, unterstes Niveau und ein Netflix-Film von schlimmster, übler Sorte, was man direkt in der Eröffnungsszene sieht, wo die beiden Hauptfiguren zusammen Fallschirm springen. Und das ist mit so billigen Effekten gemacht, dass ich sie mit Judith Videostudio vielleicht hinbekäme. Also, Kevin Hart macht jetzt hier einen Netflix-Film nach den anderen, nach Man from Toronto und Fatherhood ist das schon der dritte in diesem Jahr. Der scheint da so ähnlich wie Adam Sandler ein neues Zuhause gefunden zu haben, aber ich verstehe natürlich, warum er das macht und dass er dafür gut bezahlt wird, aber ich kann mit den Filmen nichts anfangen. Ihn selber finde ich gar nicht so schlimm, aber das ist genau die Art von Durchschnitts-Streaming-Titeln, bei denen man nicht wirklich
Spaß am Film hat. So, was gibt's zum Schluss noch? Moment. Hochscrollen, Freund. Oh. Da kommt sogar nur noch ein Film drüber. Das ist jetzt der, den ich gestern Abend gesehen habe. Also ich war gestern in der Sneak. Over and Out kommt auch jetzt in der Woche, in der ich das Video aufnehme, ins Kino. Drei Freundinnen besuchen die Hochzeit einer vierten, die sich als deren Beerdigung erweist. Und die hat eine Nachricht hinterlassen, in der sie die drei Freundinnen bittet, ihre Überreste an einen Strand zu bringen. Das heißt, wir haben drei Frauen, die mit einer Leiche im Kofferraum einmal quer durch Spanien fahren. Klingt nach einem, oh Gott, die Leiche hat gefurzt, Witzfilm oder so. Ist aber im Kern dann doch ein eher ernsthaftes Drama, weil die drei Frauen, die hier unterwegs sind, die haben so miteinander das ein oder andere Problem, welches sie auch während der Fahrt ausgiebig ausdiskutieren. Und eigentlich habe ich hier mehr einen Film gesehen über gescheiterte Existenzen, die sich gegenseitig die Schuld an ihrem Dasein geben und mit viel Nostalgie von einer Freundin Abschied nehmen und weniger mit plumpen Klamauk. Letztlich ist das Ding nur ein bisschen zu lang. So, wie gesagt, wir haben heute den 30. Ich glaube nicht, dass wir heute Abend noch was großartig gucken und ich glaube nicht, dass morgen noch großartig was ansteht. Ich bin im Moment in der Urlaubsvertretung, bei Uli steht wahnsinnig viel an. Also wir kommen irgendwie nicht zu der Ruhe, die wir gerne hätten. Aktuell haben wir auch zumindest keine offene Serie. Wir hatten jetzt im Laufe des Monats die zweite Staffel von Stewardess, Flight Attendant, geguckt und hatten viel Spaß dran. Ja, ansonsten, ich bin im Moment dabei, hole selber die gesamten Marvel-Netflix-Serien nach. Ich wollte jetzt Daredevil endlich mal in Ruhe gucken, weil der ja jetzt so bei She-Hulk und auch bald mit eigener Serie relevant wird. Und dann merkte ich, ach, dann überkreuzt es sich mit dem. Und jetzt habe ich mir so eine Liste aus dem Internet gesucht, in welcher Reihenfolge man diese Serien wie am besten guckt, um möglichst chronologisch zu sein. Und ich bin jetzt kurz vor dem Ende der ersten Staffel von Iron Fist. Danach kommt Defenders und dann kommen überall so die zweiten Staffeln der anderen Serien. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe Spaß dran und mal gucken, wo das so hinführt. Ja, das ist jetzt letztlich der vergangene Monat. Ein sehr anstrengender Monat, weil ich halt nach dem Urlaub erstmal aufarbeiten musste und noch viel anderes anstand. Die Gamescom stand an, wo ich auch an zwei Tagen ein bisschen rumgesprungen bin. Ich habe im Nachhinein viele Leute gesehen, die dort waren, aber leider nie an derselben Stelle wie ich. Das ist sehr schade. Es war ein Besuch geplant eines gar nicht so unbekannten YouTubers, der mich hier zu Hause besuchen wollte. War aber leider auch nicht machbar. Und ja, ansonsten, jo, ich bin im Moment ein bisschen frustriert, weil ich bin ja im wahren Leben stetig auf meinem Roller unterwegs, bin jetzt durch Glas gefahren und der hat meinen Roller quasi entlüftet. Daraus resultiert mein Hass auf die Menschheit und mein Hass auf Menschen, die ihre Flaschen wegwerfen. Aber wenn das meine größten Probleme sind, ja, habe ich wohl keine. Ich müsste mich nur mal ein bisschen ausschlafen. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ich glaube, jetzt in dieser Woche steht so nichts weiter an. Das heißt, nächstes Video dürfte nächste Woche wieder ein Video zur Sneak Preview sein. Ich hatte einen guten Tipp bekommen, was ein gutes Tier-Ranking gibt. Tier-Ranking habe ich jetzt nicht komplett vom Zettel gestrichen, aber man muss sie halt auch unterbringen. Und es gibt ein Thema, das fand ich ganz interessant und vielleicht fuchse ich mich da auch mal rein. Ansonsten, ihr seht ja, was hier passiert. Im Moment steht auch wahnsinnig viel Arbeit an, weil wir bei dem Filmfressen-Quiz noch ein paar Sachen haben. Ich kann nur so viel ankündigen. Wenn das Video das Ende des Monats rauskommen sollte, dann auch wirklich erscheint, das ist ein echtes Highlight. Und auch jetzt gerade ist ein Highlight erschienen, da hat mir Thilo Gose-Johann zu Gast. Also schaut mal schnell bei den Filmfressen rein. Ich würde sagen, wenn ihr euch irgendwas dazu sagen wollt, wenn ihr euch wirklich jetzt hier, oh, ich habe heute ein bisschen überzogen, also wenn ihr das wirklich komplett geschaut habt, Respekt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, seid fröhlich, genießt den letzten Restsommer und wenn ihr es euch drinnen irgendwie gemütlich macht, guckt einen guten Film und erzählt es mir. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.